Guten Abend. Hallo. Ich bin enttäuscht. Wovon? Lass mich nicht dran. Lass mich nicht dran erinnern, dass ich sagen soll, na, wie geht's? Mist. Na, wie geht's? Oh, bist du müde, aber ansonsten alles okay. In Resident Ordnung. Evil. Jetzt darf ich wieder mit festhängen Evil 2.1 rumschauen. Ah, schau mal kurz. Also bislang liegt die Rate mit ausgelassenen Frames bei 0,1%. Das war ja nicht nur ausgelassene Frames, das war ja. So 5 Sekunden habe ich einfach nichts mehr gesehen, wer das Spiel festgesteckt ist. Das sind ja nicht nur ein paar Millisekunden gewesen. Das liegt einfach an deinem Internet, was halt kacke ist. Und wieder haben sie die Welt des Horrors betreten. Des Survival-Horrors stand es, glaube ich, im Englischen immer dran. Der nur das Überleben zählt. Ah, so haben sie es. Viel Glück, Beschwörer. Aber ich bin durch immer noch sehr enttäuscht, wie gut sich eigentlich Resident Evil 4 gehalten hat. So, das Spiel macht halt echt immer noch voll Laune. Wieso hast du eigentlich links und rechts so schwarze Ränder? Da spiele ich nicht 4 zu 3. 4 zu 3 ist viel breiter. Sich halt viel voll hoch. Ja. Moment, das muss man kurz auf die Karte schauen. Ich bin da. Okay. Ich habe keine Ahnung mehr, was du machen musst. Ich hatte ja die Komplettlösung offen, aber. Ich glaube, als nächstes steht, glaube ich, dann der Raum mit den Raben und den vielen Gemälden an. Also laut der Komplettlösung stand irgendwas von Rüstungsschlüssel dran. Und den haben wir noch nicht. Aber ich weiß nicht, ob vielleicht der Rüstungsschlüssel du bekommst mit den Raum voller Raben und Gemälden. Dann war das die Tür. Nee. Falscher Raum. Jo. Klassiker. An der Karte kann man eigentlich erkennen, was welcher Raum der, also theoretisch der richtige sein muss. Also zum Beispiel der ganz links oben. Nee, der kann es nicht Ach, sein. oder? Moment. Ich am zweiten Stock. Oder warte mal. Ah, warte, ich glaube, ich weiß wieder. Es macht halt immer Spaß, in Spielen gut zu sein, oder? Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ich gut bin in Resident Evil 4, wenn ich einfach so locker flockig Ja, durchkomme. hier Ah, du sind hast wir. mich gefragt. Welcher Raum war denn das jetzt? Kann ich mal Karte öffnen? Ah, ja, okay.
Das Bild trägt den Titel Das Ende des Lebens. Da unten ist eine Schalter, da unten ist ein Schalter. Möchten Sie drauf drücken? Noch nicht. Ah, warte, also wir haben hier Bild eines verwegenen, aussehenden alten Manns. Nee, da kommt, müsste als letztes kommen. Ja, oder eine Leiche. Sehen, der zeigt einen bildhaften Eben. Jungen. Vielleicht gibt es noch ein Baby. Bild von einem Kleinkind. Was ich jetzt jünger? Kleinkind oder jünger? Bild mit einem jungen Mann haben wir hier noch. Bild eines neugeborenen Babys. Das, ja, das, ist so. Das müsste der erste sein. Ja. Also zuerst das nur neugeborene Baby. Dann ich glaube dann das. Ich hoffe es doch. Kleinkind. Junge. Nein, mit einem Jungen. Der nichts. Ein lebhafter Junge, ja. Das war das andere. Mittleren Alters. Ja, ja, okay, dann kommt der junge Mann, dann der mittlere Alter und dann der alte Mann. Dann halt das zum Schluss. Oh Mann, nicht mal wenn wir mit Voice kommen, gehen, müssen wir dann sagen, ich sag dann so, it's me, Blut, und du dann, oh, ne, it's me, Ara, und du dann, oh, it's you, Blut. das war das letzte Bild. Wenn jetzt dann alles gut läuft, kriegen wir, glaube ich, das rote Juwel, glaube ich. Und wenn wir falsch liegen, kratzen uns die graben die Augen aus. Ey. Ah, ne. So eine Scheibe. Stern. Wappenhorn des Hoffes. Wappen wieder. Denkst du jetzt so? Hä? Nein. Ich denk mir nur so, ha, Yu-Gi-Oh! Was bleibt denn noch?
Ich glaube, wo war nochmal die defekte Schrotflinte? Ja. Okay, der Hund schlägt nicht mehr auf. Die Sonne im Westen untergeht und der Mond im Osten aufgeht, wird nach und nach Sterne am Himmel erscheinen und der Wind wird dem Boden entgegenwehen. Dann öffnet ja, sich dafür das Tor des neuen Lebens. Ja, dafür brauchst du halt die Marken. Okay. Ich glaube, eins haben wir, glaube ich, noch in der Kiste. Ja. Müsste ich jetzt schon benutzen. Ja, dann habe ich das schon mal hinter mir. Moment. Windwappen. Ah, nehme ich noch einen kleinen Schlüssel und noch ein, das Goldemblem noch mit. Vielleicht finden wir noch irgendwie das, wo das Ding hingehört. Mal sehen. Ist hier vielleicht noch irgendwas Brauchbares? Nichts von Interesse. Sprichwörtlich. Eine Urne mit einem hübschen Bild darauf. Nichts von Interesse. Eine Schrotflinte, die du auf jeden Fall nehmen solltest, schon damit dann der Raum sich verschließt. Alter, mein Tisch wird gerade fast umgehagelt. Alter, shit. Ah ja, ich sehe schon warum. Warum? Ja, pass auf, der Tisch ist nicht hoch genug, gell? Dass ich meine Füße drunter legen kann. Deswegen steht er auf so ein bisschen stelzenmäßigen Dingern und der war halt ganz am Rand. Ich meine, sonst. Nee, sonst kann ich nicht. Es wäre kein Problem, wenn ich nicht hier Maus und Tastatur brauchte. Schön, dass ich es noch rechtzeitig bemerkt habe. Es wäre was geworden. Auf dem scheiß Tisch steht 50.000 Sachen.
dann mal schauen, was im zweiten Stock noch ist. Beziehungsweise im ersten Stock. Okay. Weißt du noch die Chemikalie mit der Pflanze? Das können wir ja noch machen. Musste man die Chemikalie nicht mit irgendwas vermischen oder so? Nö, das war, glaube ich, erst bei der anderen Pflanze. Bei der Bosspflanze. Die hat, konnte man ja auch wie in diesem Untergrundlabor mit den Haien, konnte man ja da ja, die vergiften, indem man so irgendein Zeug unterdrunter Ah ja, da ja, macht. wie hieß das? Violt oder so. Ich Ja. glaube, bei Jill muss man das selber zusammen mixen und bei Chris muss das Rebecca übernehmen. Ah, Was aber und auch aber wenn. Sinn ergibt, weil Rebecca da Medizinerin ist und sich daher mit Chemikalien auskennt. Bei Chill ist es auch so, wenn du die Pflanze selber besiegst, musst du sie irgendwie nur zur Hälfte besiegen, oder dann kommt Barry mit dem Flammenwerfer. Und killt die Pflanze, glaube ich, für dich. Oder ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Flammenwerfer war. Auf jeden Fall killt er die Pflanze für dich. Du wirst dann von einer der Tentakeln gepackt und dann merkt man, dass es ein japanisches Spiel ist. Nur die Scheiße, der Raum mit der Pflanze. Also brauchst du ja schon die Chemikalien. Also, Alter, wie ich eigentlich Postel 4. Schwer spielbar. Bist du das denn? Es ist völlig verbuggt und es frisst Leistung ohne Ende. Und es sieht scheiße aus. Noch schlechter als Teil 2. Okay, das ergibt keinen Sinn. Bei 2 von 2002, 3, 4, keine Ahnung. Also, du magst das Spiel nicht bis jetzt. Noch nicht. Kann sich Ja, vielleicht ich noch meine. besser. Ich habe Early Access. Oh, ich habe eine Benachrichtigung. Ah. Arandui, ich mit Resident Evil 1 live gegangen. Ich glaube, das schaue ich mir mal Okay, ich habe zumindest schon mal den Raum mit dem Pflanzen hier. an. Ich hab's gesehen. Jetzt muss ich nur noch einen Raum mit einer Kiste wiederfinden. Neben der Treppe war da einer von dir, irgendwo da links. Also, ich meine jetzt auf der Ostseite des Hauses. Ne, Westseite. Echt? Egal wie viel Zeit vergeht, ich werde immer irgendeine Ost-West, ich werde immer diese Ost-West-Schwäche haben. Ja, die ganzen Zombies hast du sogar gekillt. Ich erinnere mich gerade, dass da. Oh, wir unter Treppen sind, also ja, unter Treppen sind immer die Räume. Übrigens, was ich in der kompletten Lösung auch gelesen habe, ist, dass du Rebecca, wenn du Nein drückst, hat sie ja gefragt, ob ich mitkommen soll, gell? Ja. Wenn du Nein drückst, bleibt die in diesem Raum und kann dich dreimal heilen. Aber trotzdem hat das im Endeffekt negative Konsequenzen, was wahrscheinlich irgendwie bedeutet, ja, irgendwann stirbt Rebecca dann. Das war schon das Richtige gedrückt. Also sie wird am Ende auf jeden Fall überleben. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Gut. es gibt wahrscheinlich noch 50.000 andere Entscheidungen, die du treffen musst, aber die lassen wir mal außen vor. Du hast es bis jetzt noch nicht falsch gemacht. Bei Jill kann ich das nur einmal falsch machen, wenn ich sie am Ende nicht aus ihrer Zelle befreie. Achso, ja. Du meinst jetzt gerade mit Quiz Chill befreien. Nee, ich dachte gerade, hä, weil mit Chill, Rebecca? Hä, das geht doch gar nicht. Ach ja, übrigens, ich bin Level 11 auf deinem Kanal.
Ich habe ein bisschen was von Portal 4 gesehen und so. Und sag mal so, dieser. Es gibt ja Cheats und so. Und dieser Flammenwerfer mit dieser Super Soaker. Ja, richtig scheiße. Gar keine Reichweite. Ja, zum Beispiel jetzt sehe ich, wie Quiz halt. Oh, okay. Müsste jetzt der Rüstungsschlüssel sein. Ja. So, das eröffnet uns mit der 5 Türen oder so, circa. Bist du gerade mit deinem Arm irgendwo aufgekommen? Ich hab so ein Herzschlaggeräusch gehört. Aber ich habe ja jetzt wie ein Stumm gestanden, weil das würde ich uns hören. Hä? Also vielleicht war es noch irgendjemand im oberen Geschoss, der auch rumgetrampelt ist. Ja, CMD ist gerade Bundesrüstungsschlüssel. Okay. Das defekte Gewehr haben wir schon mal gefunden. Jupp. Der Schreibtisch ist verschlossen. Möchten Sie... Ah, und du kannst das defekte Gewehr sogar vielleicht mitnehmen. Weil hier ist ja Munition. Also ich Munition. Aber fürs defekte Gewehr. Fürs Gewehr. Ist ich nur bei Chillen diesen Raum drin? Da ist auch das defekte Gewehr drin. Achso, du kannst es ohne Barry machen. Ja. Du kannst halt mit Barry machen, wenn du zu faul bist, das Gewehr zu finden. Na, chill ich halt echt der einfache Modi. Ja. Beziehungsweise bei ihr sind die Rätsel vereinfacht. Ja, und allgemein vereinfacht. Ich meine, die hat mehr Inventarplätze. Das bedeutet auch, die kann in Kämpfen mehr Zeug mitnehmen. Der einzige Nachteil ist, dass sie weniger aushält. Ja, aber wir haben, du hast ja gelesen, dass die Gegner im Quiz nachher auch mehr aushalten. Also, er hält mehr aus, die Gegner halten mehr aus. Da hat gerade so ein beschissener Bot-Ding da was gepostet. Im Chat. Moment. Ah, sehe ich hier gerade. Ich habe jetzt halt nicht den Stream, aber dafür den Chat hier. Habe ich hier offen. Okay. Ich meine, ich ist nicht total schreckliches Ding, aber ich hatte schon Ogenbot-Ding. Ah, lösche ich einfach mal. Hm. Oh, Message not found. Ah, die hat sich schon selbst gelöscht anscheinend. Hm. Auch gut. Ja, schon 8. Warte mal, wie viele Aufrufe habe ich auf meinem Kanal? Das interessiert mich jetzt mal. Okay, kann ich nicht nachschauen, Dienst.
Ich hab 15. Du hast 18. War da die Schrotflinte? Ich schau grad nach dem. So. Ja, okay, ich muss nochmal durch die Halle. Nee. Ja, man kann von der Ostseite zur Westseite kommt man nur durch die Halle. Eine andere Frage. Denkst du, Mixer wird wirklich eine Konkurrenz zu Twitch? Vielleicht. Also die nix sagende Antwort. Ich finde halt Mixer in jeder Hinsicht eigentlich besser, weil die Latenz ist niedriger und ich habe nicht das Problem, dass ich jede paar Sekunden den Chat refreshen muss. Also ich habe bei Twitch eigentlich keine Probleme mit dem Chat. Ich bin mir, deswegen habe ich auch gesagt, ich habe das. Anscheinend habe ich hab schon mit ein paar Leuten geredet und alle behaupten so, ja, ich habe das Problem. Ich habe dann gesehen, dass das... Dass die Kommode hier nicht vorher gekennzeichnet war und dass er dann trotzdem geschlossen hat und verschieben konnte, aber da war nichts tot. War da noch eine Kommode, die man verschieben kann? Die habe ich schon verschoben, da war Munition drunter. Das war, als die beiden Hunde durch das Fenster mich angegriffen haben. Ja, hab ich vergessen. Oder nicht, in dem Moment nicht aufgepasst. Übrigens, in Resident Evil 4 gibt es noch eine Stelle mit ein. Wie heißt er nochmal? Leon Sandwich. Da weißt du auch schon, was du zu tun hast dann. It's Sandwich Time. Das hört sich sehr vulgär an. Das ist Auslegungssache. Ja, schon bei Resident Evil 7 gibt es ja auch dieses kaputte Gewehr jetzt. So. Was mache ich jetzt? Ich gehe dann, denke ich mal, das Flintverbund mal an. Ja, einfügen. Ja. Rechtsklick einfügen oder auch STRGV. STRGV. Ja. Ich bin sogar anscheinend auch zu schnell für meinen PC oder so in der Hinsicht, keine Ahnung. Wenn ich STRGA und dann entfernen drücke, also Backspace, das tut er manchmal gar nicht mehr zu realisieren. Oder so. Also ich springe zu den Anfang des der Nachricht, aber es wird nichts gelöscht. Das ist ziemlich komisch. Ach, der tut die schon von alleine richtig einsetzen. Ja. Praktisch. Ja, stell dir mal vor, du musst dann, das sind ja vier Stück, musst dann alle vier im Inventar dahin rennen. Und dann immer schauen, oh ja, passt das? Nee, doch nicht. Weiß ich überhaupt der Unterschied zwischen einem Herrenhaus und einer Villa? Keine Ahnung. Herrenhaus hört sich halt irgendwie edel an, oder? Was vielleicht auch daran liegt, dass
So ein abgesifftes Ding, was aber riesig war, bei uns eher in der Gegend Villa getauft worden ist. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ah, Du bist da auch. ich habe schon öfters gesehen, aber nicht eingesammelt, weil halt, ja, begrenzter Platz. Jupp. Hast du mal ein Gelgan-Spiel gespielt? Ziemlicher Humbug. Wieso hat jetzt mein Handy vibriert und da ich keine Nachricht? Sag, was ist denn hier los? Erst dieser Herzschlag, jetzt mein Handy vibriert und dass da eine Nachricht ist? Mysteriös. Ja. Muss ich mir vor allem. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Na, wieder der gute alte Spiegel. Ich würde es nehmen. Schon in solchen alten Spielen, wo wenn Explosionen und Bluteffekte einfache Sprites sind. Ich auch immer schön. Ich glaube, da ich wirklich tot. Ja, gut. Gibt's nicht, weil der Schreibtisch ist verschlossen, du hast schon einen kleinen Schlüssel dabei, oder? Nee, ich habe ja nur den Rüstungsschlüssel. Aber ich glaube, hier war, glaube ich, der Umkleideraum, wenn ich mich nicht irre. Wo wir dann beim zweiten durchspielen sich andere Kleidung anziehen kann, oder was? Ach, das gab's damals schon? Ich frage mich, was für Kleidung es denn da gab. Wollte ich das jetzt kombinieren? Ja, aber da habe ich leider keinen Platz für. Ja. Die Option im Resident Evil 4, das gerade sofort zu verwenden. Ja. Hier war der Umzugsraum. Ah, den schaltet man natürlich erst. Wow. Was für Kostüme gibt es für ein fucking Resident Evil 1, dass sie dafür hat? Okay. Jetzt nicht noch nicht so wichtig, das Ding. Wenn ich mich richtig erinnere, dann glaube ich dann bei Jill war das alternative Kostüm, glaube ich, ein Kleid oder so. Oder kannst du einfach bei Google Bilder mal suchen wie Resident Evil 1, PS1 Kostüme oder so. Und nur von Remake. Nee, sogar nicht mal. Ich krieg von Resident Evil 2. Ich hab. Weißt du, Resident Evil 1, PlayStation 1, Kostüme. Und ich krieg nur Zeug von Resident Evil. Costumes. Mal Englisch eintippen. Unlockable Costumes in Resident Evil. Jill bekommt ein komisches. Baufreies Ding. Ah, okay.
mit einer Jeans. Und ohne ihren Hütchen da. Und Chris bekommt so ein fliegermäßiges Outfit. Sieht aus wie so eine braune Lederjacke mit einer braunen Hose. Sieht aus wie ein Flieger. Ach, ich weiß nicht, die Vines hatte eine PC-Version? Ja. Und später noch für den Sega Saturn, glaube ich, noch eine Version. Ja, die Saturn-Version kenne ich. Dann, ja. Chill hat dann in der PC-Version hat die das gleiche Outfit, fast das Top, das baufreie Top wurde rot und ihre Hose trägt jetzt so ein Hotpants mit einer so Kniesockenmäßige, mit so Leggings. Und in der Sega Saturn-Version sind einfach nur die Farben anders von den Standardkostümen. Ziemlich langweilig. Bei der Director's Cut hat Chill so ein, irgendwie so eine, sieht aus wie so ein Sarah Connor Outfit aus Terminator 2. In dem Quiz hat so ein richtiges Army Outfit. Das hat schon gerade so gemacht. Na dann Gegner. Oh ja, ich sehe, Achtung. Ach, der Gegner. Ja, der allererste Zombie. Ja. Ach, und Rebecca. Ach, bei Rebecca verändert sich das Outfit auch. Bei der Director's Cut. Und das Kostüm von Chill in der DS-Version. Ach du Scheiße. Die Stripper-Nutte im Polizei-Outfit, ich sehe dann einfach. Und Chris wird zum Ninja. Und Rebecca wird zum Cheerleaderin. Ah, in Resident Evil Remake, also das Gamecube-Spiel, hat Jill dann wirklich, sieht aus wie Sarah Connor aus Terminator 2 Outfit schon wieder. Und ihr Resident Evil 3 Outfit. Chris sieht ich aus. Ich finde, Jills bestes Outfit war das aus Resident Evil 3. Ja, ich fand das. Also, es war schon ein bisschen unpassend mit diesem Rock, gell? Muss man schon sagen, aber ich fand's auch gut. Auch wenn natürlich ihr Knackarsch in einem hautengen Kostüm bei Resident Evil 5 auch nicht schlecht ist. Resident Evil 3 hatte die ja auch irgendwie 8 Kostüme oder so. Das Interessante ist halt, dass das Kostüm von Rebecca wird umgeändert, aber das von Barry nicht. Oh, wir haben Wirtschaft gefunden. Nixon? Nee, leider nichts. Hä? Aber der lebt doch noch, oder? Konntest du den nicht anklicken? Doch, ich hab ihn angeklickt. So hab ich ja gewusst, dass er Wirtschaft ist. Ach, stimmt. Der sagt dir jetzt ja, dass da oben die Schlange ist. Wie hat er gespuckt? Oh, er lebt noch. Der hat noch eine Kollisionsabfrage. Oh, scheiße. Das war jetzt unnötig viel Damage. Also du holst ja. Müsste nicht eigentlich, wenn du mit Richard gesprochen hast, müsste doch eigentlich Rebecca auftauchen, oder? Und den heilen wollen. Dann musst du doch das Serum holen, oder war das nur im Remake so?
Anscheinend, glaube ich, nur in Remake. Warte, ich muss mal schauen. Wenn ich da jetzt da unten rechts durch die Tür gehe, dann kommt, glaube ich, der Kampf mit der Schlange, glaube ich, oder? Ja, der müsste da kommen. Gleich nach Richard müsste eigentlich der Kampf in der Schlange kommen. Gut, dann suche ich eben noch schnell einen Raum mit einer Truhe. Weil in der Truhe habe ich noch ein Kraut, dann will ich das mit dem, was ich noch im Inventar habe, kombinieren und ja, mich dann nochmal heilen und dann will ich mal schauen, wie ich mich gegen die Schlange anstelle. Ja, zur Not kannst du die ganze Show finden, man, die noch hier rumfahrt. Die Schlange ist an sich nicht mal schwer, weil jetzt halt jede Attacke von ihr lebt Richard aber noch. Überhaupt, ich hab's ja gar nicht gesehen, weil ich die Kostüme angeschaut habe. Er lebt da noch? Achso, natürlich, ja. Ne, aber ich weiß echt nicht. Oh. Wenn du das nimmst, dann muss ich auch wie die Ventile mit den Statuen zuschauen machen. Irgendwie so, da war was, sonst kommt der Giftgas oder so ein Scheiß rein. Okay, das mache ich mal noch nicht. Im Remake taucht ja dann Richard während dem Kampf wieder auf und versucht die Schlange zu killen, stirbt aber währenddessen. Also du kriegst seinen Granatwerfer oder so. Also seine Superschrufel, der keine Ahnung, ob eine Waffe hat oder. Jetzt kombinieren, dann heilen. So, und ich weiß noch im beim Wärterraum im Schrank, da waren noch Schrotflinten, Munition und in den Raum mit dem defekten Gewehr. Jetzt muss ich nur die beiden unter wiederfinden. Also der Raum mit dem defekten Gewehr war da links, ganz links bei der Treppe, in der Nähe. Ja. Aber der Wärterraum, keine Ahnung mehr. Aber ich sehe, da ist irgendwie noch ein anderer Raum, in dem ich noch nicht war. Übrigens, bevor ich natürlich so, also gehst du dann nochmal zum so einen Speicherraum? Ja. Wenn du das geholt hast, okay. Ich habe mich schon gewundert, denn ich würde ja vor dem Kampf natürlich speichern. Sonst müsste ich alles, was ich jetzt in der letzten Dreiviertelstunde gemacht habe, nochmal machen. Ja. Alter, Matano. Ah ne, der braucht mal den Helmschlüssel. Thank you.
gibt ja auch durchaus Leute, die Resident Evil 3 nicht mögen. Es gibt ja durchaus Resident Evil Fans, die Resident Evil 3 nicht mögen. Allgemein scheint er nicht ganz so populär zu sein wie 1 und 2. Warum? Ich finde ihn voll gut. Keine Ahnung. Weil der macht halt nichts anderes. Also, die größte Gameplay-Neuerung, ich nehme, ist es. Oder zum Beispiel das mit den Munition herstellen und so. Ja, aber das ist ja keine. Es ist fast schon eher eine nervige Nebensache. Ich glaube, du stehst genau vor dem Raum mit der. Ne, da war's. Ne, das war der Raum, wo ich die Schrotflinte überhaupt her habe. Stimmt. Vielleicht der rechts oben da in der Ecke, wo du auch gerade in den Gang bist. Das könnte, das sieht so aus. Ja, das sehe ich ja sogar. Doch nicht. Das war nur den, wo ich da aus der Badewanne das Wasser abgelassen habe. Ja, mit dem kleinen Schlüssel. Oh, hier ist noch ein Raum. Geht er wieder zum Balkon? Von der Tür aus können wir es immer hin. Also zu so einem Außenhof-Ding da. Ja. Und was hast du? Hunde? Standbild. Ah, jetzt geht's wieder weiter. Soll ich noch einen Stand? Ah, ne, du hast nur ewig gezielt. Ja, ein kleiner Schogen mal schwer. Ich habe sehr viele Kräuter. Oh. Ich finde gerade ziemlich viele. Ich glaube, man konnte, glaube ich, nur maximal 2 grüne Kräuter mischen, oder? Da habe ich keine Ahnung. Okay. Also in der Regel gingen immer 3, aber es könnte ja auch sein, dass es ja später. So 2 waren einfach ein bisschen verstärkt und 3 war einfach eine volle Heilung. Na, testen wir mal aus. Ja, geht. Oh. Ah, okay. Sieht aber jetzt nicht nach 3 Kräutern aus, sondern nur 2.
Und in welchem Resident Evil Teil taucht Wesker wieder auf? Also jetzt 8, 9. Code Veronica kommt da vor. Nee, ich meine jetzt so in Zukunft. Und nicht in, wo was wir wissen. Vielleicht kommt ja auch wieder so ein. Sowas wie Revelation, so ein Vorgeschichten-Ding und so ein Winterwesker auftaucht. Ich meine, der kann halt echt nicht das aus dem fünften Teil überlebt haben. Ich schiebe gerade die ganze Zeit hin und her, Mensch. Erinnert mich daran, dass ich am Sonntag endlich mit meinem kleinen Bruder Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 durchgespielt habe. Denn ich sag, beim vierten Teil musste man 1000 Mal gefühlt immer von links nach rechts rumrennen. So, du startest da in diesen Klassenraum, du musst einmal durch ganz Hogwarts zum Quidditch-Gebäude oder so ein Scheiß. So gehe ich dich mega nervig und ohne Sinn. Hast du mal ein Senran Kagura-Spiel gespielt? Ich glaube ja. Ich auch so richtig. Ich das dumm. Aber sich gut dumm. Und das Schöne daran ist, zwei Edo-Master-Synchronsprecherinnen machen da auch mit. Hat es dir Spaß gemacht? War okay. Ne, in den kleinen Schrank war es drin. Und dabei habe ich noch normale Pistolen, die kann man immer mal gebrauchen. Jupp. So, also jetzt noch in den einen Speicherraum, der hier ganz in der Nähe ist, den Schlüssel reinpacken, speichern und dann den Schlüssel wieder und dann das Fahrbein wieder reinpacken. Und du willst auf jeden Fall, du kriegst ja dort ein Item, also willst du eigentlich einen Platz frei haben. Sicher heutzutage nichts mehr Besonderes, das war so richtig alt, was bei alten Spielen, wie eben bei diesem Nintendo Switch Online SNES und NES-Spiele, dass einer der Save States und Zurückspulfunktion ist. Ich auch bei deiner SNES Mini und NES Mini so. Und an sich sehen das ja am meisten das Zurückspulen, ja, mega der heftigste Cheat überhaupt. Du spülst einfach da zurück. Bevor du den Fehler gemacht hast. Da ist ja mein Emulator, wenn ich möchte, auch Selbsttests benutzen. Ja, genau. So kam ich auch gerade darauf. Sicher schon, Chris. Aber ich möchte versuchen, soweit es geht, auf Selbsttests zu verzichten. Ja, ich hab Super Metroid habe ich ohne Selbsttests durchgespielt und A Link to the Past. Hab das mir mal überlegen. Ich glaube, ich habe Rücksprung benutzt. Bei so nervigen Scheiße wie ja, der Gegner schmeißt dich runter und du musst den Boss nochmal machen oder so ein Scheiß. Das macht halt keinen Spaß. Das fand ich auch in Ordnung. Aber größtenteils habe ich so ohne Rücksprung gespielt.
Und bei Super Mario World habe ich durchaus welche Benisse, aber nur ganz am Ende in dieser letzten Spezialwelt. Wenn da so viele Bullshit-Level drin sind. Ich starre gerade übrigens seit so 10 Sekunden oder so eine Treppe an. Und das meine ich halt mit verworfenen Frames. Ja, die ich immer noch da. Mal schauen. Da sehe ich das bei 0,6%. Das kann halt nicht sein. Naja, die Treppe ich immer noch da. Das sind inzwischen so 20 Sekunden. Drück mal Refresh beim Stream. Ja, jetzt geht's wieder. So. Dann mal gleich schon mal im Voraus viel Glück bei dem Boss. Also ich denke mal mit 97 Pistolenmunition und 35 Strohflintenmunition sollte es machbar sein. Und ich kann mich notfalls auch einmal mit Kreuzer heilen. Katsu Paltuff. Oh, das ist halt wirklich. Was hast du übrigens gerade gesagt? Katsu Paltuff? Ja. Das kommt aus Kenzo Maku für Kling. Nee. Der hat so eine Buchreihe gemacht, die Känguru-Chroniken. Geht es halt um sich. Der Stadt um sich selber, wie er mit einem kommunistischen Känguru zusammenlebt. Und das hat irgendwann das Wort Ratsu Paltuff gefunden. Das ist ein Wort, das man laut Stadt buchen kann, wenn man merkt, dass man gerade ganz schön verarscht wurde. Warte mal, das war der Schildschlüssel, gell? Ja. Den haben wir doch gar noch gar nicht. Wir haben ja nur den Rüstungsschlüssel gerade. Mal schauen. Also ich sehe dann auch zwei Türen, vier Türen, die noch nicht geöffnet sind, die ich mal versuchen kann. Und halt das Rätsel mit dem Giftgas. Ah. Okay. Das war schön. So, man macht voll die Vorbereitung, so 5 Minuten lang, oder vielleicht noch länger, und dann... Hey, du brauchst einen Schlüssel, den du nicht hast. Ja. Hast du mal Papers, Please gespielt? Was? Papers, Please. Durchaus mal. Ah, aber du kennst das. Ja. Das war, glaube ich, das Spiel, wo man da irgendwie so Grenzbeamten spielte oder so. Ja, wo es sehr minimalistisch ist, denn du hast an sich nur dieses eine Bild mit diesem, wie du in deiner Kabine sitzt. Der Rest wird nur durch Text dir vermittelt, wie du zum Beispiel, ja, heute hast du so viel verdient und deine Familie hat das gekauft. Von dem Geld. Ja, war doch erst zum Schluss.
Wie schwer es auch sein muss, so ein riesiges Herrenhaus zu versorgen. Du musst ja auch irgendwie Essen dahin liefern und so, wenn das dann mitten im Wald ist. Und dann fragst du, hast du ja wahrscheinlich noch ein paar Bedienstete oder Angestellte da. Meistens hat ja sowas immer ein Gärtner, ein Hausmeister oder so ein Scheiß. Und natürlich nicht zu vergessen, die 50.000 viel zu komplizierten Rätsel. Wie zum Beispiel, ja, ich muss Klavier spielen, damit sich eine in einer Wand versteckte Kammer öffnet. Nein. Habe ich auch bei mir zu Hause. Oder man irgendwelche Embleme braucht, um irgendwelche Türen zu öffnen. Ja, oder du dies eben jene Embleme brauchst, damit du in den scheiß Garten kannst. Nee, sie brauchen diesen. Ich weiß noch, eine Freundin von mir hat mal immer gemeint, dass diese Nachricht bei Resident Evil, sie sind tot, sie doof findet, weil das sie viel zu formell ist. Sie würde du bestimmt viel besser finden. Oh, oh, oh! Und Alter, das war mega knapp. Ja, der ist doof. Pass auf, wenn du weiterläufst, dann geht der Elchkopf aus der Wand heraus und du musst ihn mit Sprohflinte abknallen. Ich hoffe, das ist eine Anspielung. Tanz der Teufel 2? Nee, Tanzsplitter 3. Also, Tanz der Teufel 2, weil die haben das Foto. Ah, okay. Ich habe den Film gesehen, aber irgendwie kann ich mich an die Szene nicht erinnern. Dann wäre ich dein Lieblings... Ey, wer will sie lesen? Jemand muss sie vorlesen. Okay. Vermächtnis des Forschers. Meine liebe Alma, die Tatsache, dass du diesen Brief erhalten hast, bedeutet für mich Freude und Trauer gleichermaßen. Ich konnte mit dir nicht einmal reden wegen diesem Kerl mit der Sonnenbrille. Alma, bewahre die Ruhe und lies weiter. Ich glaube, ich habe dir bereits erzählt, dass ich einen Job im Labor einer pharmazeutischen Firma angenommen habe. Sie haben mich abgeworben. Im letzten Monat gab es im Labor einen Unfall. Der Virus, den der Wärter untersuchen konnte, ist entweichen. Alle meine Kollegen, die mit dem Virus infiziert wurden, sind jetzt tot. Um es richtig auszudrücken, passieren wurden lebende Tote. Sie war dann immer noch herum. Einige von ihnen klopfen gerade jetzt ganz verzweifelt an meine Zimmertür. Doch in ihren Augen ist kein Zeichen von Intelligenz mehr zu erkennen. Dieser verfluchte Virus saugt jegliche Menschlichkeit aus unserem Gehirn. Liebe, Spaß, Trauer, Angst, Humor, für immer und ewig. Und Alba, selbst die Erinnerung an die Tage, die ich mit dir verbracht habe. Ja, ich bin infiziert. Ich habe alles getan, was ich tun konnte, aber ich konnte das Fortschreiten nur um wenige Tage verzögern. Was mich am meisten schockiert hat, ist, dass ich im Laufe der Zeit mehr und mehr von dir vergesse. Deshalb habe ich einen friedlichen Tod gewählt, anstatt dass ich zum Leben tun werde. In nur einer Stunde werde ich meinen ewigen Schlaf antreten. Ich hoffe inständig, dass du meine Entscheidung verstehen kannst. Lebe wohl und für immer dein Martin Crackhorn. Das war eigentlich ein ziemlich guter Brief. Weil es kein, die Toten bewachen den Weg. Der Weg ist versperrt. Ach, diese Anspielung. Schrank an die andere Seite schieben, wenn du beim anderen Bild siehst.
Was siehst du, was hinter dem Schrank war, siehst du? Wow. Ja, wenn ich brauche das kein Inventarplatz. Das war's. Ich hoffe nur nie. Ich meine, es war irgendwas hier, war noch mit dem Aquarium. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was. Auch so ein Kaum mit Insektendingern. Ja, aber ich glaube, es kommt später. Oh, okay, ich habe jetzt noch ein paar Band gefunden. Dass ich Tanz der Teufel gesehen habe, ich hoffe, ich bin schon über 10 Jahre her. Okay, aber ein rotes Kraus. Kann ich nicht mitnehmen. Dann hätte man doch nur 2 Inventarplätze mehr. Ah, das ist das Feuerzeug. Kann ich auch nicht mitnehmen. Also das Feuerzeug, soll ich dir sagen? Ich habe ja die Komplettlösung. Feuerzeug ist sogar rein optional, das brauchst du jetzt nicht unbedingt. Dafür habe ich jetzt noch mehr Schrotflinten benutzt. Ja. Das Feuerzeug brauchst du nur für die Karte vom zweiten Stock, die fast eh schon vollständig ist. Und ein bisschen Schrotflintenmunition. Die Amis haben mir selbst eine andere Version, wie sie Etagen zählen. Ja. Die man verändert, was nicht eine andere Version. Du kriegst damit ziemlich viel Waffen und Munition, wenn wir nicht irgendwie was davon da lassen. Ach, bin ich am Überlegen. Von der Pistolenmunition her dürfte ich, denke ich, genug haben für die Schlange. Und die Schrotflinte möchte ich mir mindestens für die Hunter aufheben. Ja. Ach ja, wie ja der Echkopf bei. Das war auf jeden Fall sehr effizient von dir. Jetzt kann ich wieder zurücklaufen. Ja, okay. Dann wissen wir jetzt schon mal, dass du die 3 Kräuter nicht umsonst gemischt hast. Denn wenn es nicht mal geht, dann sagt so das. Jetzt zeigt er was mit Blech.
Okay, dann bleibt dann noch das Giftgasrätsel. Bist du manchmal auch erstaunt, wie manche YouTuber so jahrelang, wirklich jahrelang, ohne wirklich einen riesen Erfolg zu haben, also schon so ein paar, warte, schau mal kurz, wie viel haben wir, 20.000 Abonnenten und macht immer noch das gleiche wie vor 5, 6, 7 Jahren. Ich finde das so irgendwie erstaunlich. Und den Typ, den ich meine, der spielt Doomwatz und tut die nicht wirklich nachkommentieren, also nicht mit seiner Stimme, sondern tut sie mit Texteinblendungen. Was auch so ein spezieller Fall ist. Das macht er seit weiß ich wie vielen Jahren. Und ich folge den auch schon seit weiß ich wie vielen Jahren. Jetzt beide auf Mixer streamen, werden wir große Mixer streamen. Ninja kann an ihn packen. Es hat, glaube ich, noch nichts gebracht, glaube ich, die Dinger schon vorher auf die Lüfter zu stellen, oder? Da fragst du mich was. Das weiß ich auch nicht mehr. Ich Und ich glaube auch so. weiß auch. Ich weiß auch nicht mal, wie du eigentlich das aktivierst. Hier ist ein Schalter. Hier Ach, der vorne. in der Mitte im Boden. Ja. Okay. So ein komischer Ort für einen Schalter. Dann einmal kurz wegschieben und dann wieder reinschieben. Ah, da ist ein Schalter. Oh, das war ja sogar die Lösung, dass man die hier vorher drauf schieben musste. Und Sonnenwappen. Leider nicht der Schlüssel. Und das letzte Wappen kriegst du dann wahrscheinlich bei der Schlange. War das jetzt schon das letzte? Mindestens zwei habe ich schon mal drin. Das muss jetzt das dritte sein. Das wäre was gewesen, wenn du es reingetan hättest, wenn du es aktiviert hättest und dann. Weil du ja dachtest, das bringt ja nichts und so. Dann wärst du sofort gestorben. Und dann hätten wir noch mal eine halbe Stunde oder so das scheiß Feuerzeug holen müssen. Ab wann kann man eigentlich bei fucking Mixer eigene Emotes Keine Ahnung. Kannst du mal versuchen herauszufinden.
Skills heißt Stigma. Mixer Sticker. Okay, noch ein Wappen fehlt. Okay, das liegt dann wahrscheinlich bei der Schlange. So, ich müsste mal kurz für kleine Jungs. Okay. Okay.
Bin wieder da. So, da bin ich wieder. Gut. Ja. Ich habe jetzt absolut keine Ahnung, wo man noch hin soll. Stimmt. Also wenn du es übrigens wissen willst, was die du eigene Sticker bekommst, dafür musst du entweder einen verifizierten Account haben oder Partner sein. Okay. Also. Kehrt nun in das DNS-Zimmer zurück, raus aus der Tür nach rechts und dann die Tür auf der rechten Seite. Geht zu der Stelle, wo ihr das Holzemblem mitgenommen habt und setzt das Goldemblem ein. Also weißt du, wohin jetzt? Warte. Ins Esszimmer. Erstmal muss ich das Goldemblem wiederholen. Ja. Das wäre so ein richtig typischer Moment für Leute in Kommentare eines Let's Plays. Du rennst da tausendmal an diesen scheiß Ort vorbei und hast sogar ein paar Mal das scheiß Emblem dabei gehabt und tust nie einsetzen. Das regt Leuten auf. Also wenn wir dann Version Liebe 4 und 1 durch haben, dann fehlt uns noch 2, 3 und 7. Ja. Könnt ihr einen auch schon wieder 2 und 3 gehe ich dann gleich zu streamen. 2 könnten wir uns sogar aufteilen. Einer von uns macht dann Claire und der andere dann Leo. Ja, aber... Man braucht ja den B-Speicherstand, also dass man es einmal schon mal durchgespielt hat. Ich schließe einfach, ich habe ja natürlich einen Quapper, haha. Dann schließe ich einfach meine Dreamcast an und da habe ich 2 und 3. Hört man das stark, was ich gerade esse? Keine Sorge, das Spiel übertönt dich. Ja, okay. Denn du bist ja doch ein bisschen penibel. Musste man nicht. Du hattest das doch auch noch in Erinnerung, dass man die Zeiger umstellen musste, oder? Ja.
drück mal hier von der Seite an die Uhr, als er untersuchen hat. Sie geht nicht mehr. Ja, aber ob da oben so ein kleiner Schlitz ist. Ich habe auch irgendwie in Erinnerung, dass da genau von der Seite, dass da oben so ein Schlüsselloch wäre, womit man die dann später das Ziffernblatt aufschrauben kann. Die Erinnerungen sind halt doch, können eintrügen. Hey, wir können jetzt doch endlich mal die Schlange killen. Endlich. Ja, viel Spaß mit dabei zurück, wenn wir uns das ganze Zeug holen. Du kannst ja die Pistolen. Also die Pistolenmuni kannst du da lassen, aber die Schrotflintenmuni tue ich weg, aber die Schrotflinte nicht. Weil es ist doch so hart, kannst du einfach die 7 Schrotkugeln benutzen. Denn du brauchst ja leider den Schlüssel. Also du brauchst ihn nicht unbedingt, aber es wäre extrem fucking nervig, da den Schlüssel zu benutzen, dann zurückrennen und dann nochmal wieder hinrennen. Okay, jetzt muss man kurz schauen, wo ein Truhenraum war. Du könntest theoretisch auch schon mal nach links gehen, da sind nur noch 2 Türen, die zuständig sind. Die kannst du jetzt bestimmt Okay. Ich kann, glaube ich, nur eine davon öffnen. Für andere braucht man einen Zahlencode, den ich aber noch nicht habe. Schaust du eigentlich immer noch bei League diesen OTP-Timo-YouTuber an? Der ist in letzter Zeit, da war sein Name inaktiv gewesen. Oh. Aber wenn er was macht. Und die Tür kann ich jetzt hier nicht öffnen, weil ich dafür den Helmschlüssel brauche. Ach, den gibt's ja auch noch. Welchen haben wir jetzt? Den Schild. Ja, vergiss nicht, du musst bei der Schlange noch was aufheben. Du brauchst einen Platz frei. Ja, stimmt.
theoretisch gesehen kannst du ja immer noch auf Risiko gehen und sagen, ja, ich gehe jetzt mit Vollding hin, denn wenn ich den Schlüssel benutze, kann ich den danach eh wegschmeißen. Ja, das wäre wirklich Risiko. Ich glaube, dann braucht man, glaube ich, vielleicht noch für mindestens einen weiteren Raum vielleicht. Solche alten Western Liebesspiele blind zu displayen, ist bestimmt mega nervig. So einfach nur, ja, was hast du die letzten drei Parts gemacht? Ja, ich bin so, also wenn du jetzt nicht schneidest und immer nur Start- und Stopp-Aufnahmen machst. So, ja, ich bin die letzten drei Parts nur durch das Herrenhaus gelaufen und hab gewundert, wo ich denn hin muss. Aber so ist mir so einfällt, bei 3 wusste ich immer, wo ich eigentlich, was ich machen muss. Bei 2 nicht. Ah, tja. Mach Scheiß drauf. Jupp. Das ist lustig, wie ich es halt echt noch davor. Ja, könnte natürlich sein, das könnte das passieren. Nein, ist ja wirklich passiert. Viel Glück, diesmal verwirklicht. PlayStation 1 und wir lassen die 3 zu, die standen aber ziemlich klar. Die sind echt nicht. Sieht halt eine Scheiße aus. Wie läuft der Kampf? Die Stange ist abgehauen. Ja, jetzt hast du gewonnen. Ja. Der Bosskampf mit der Stange hat den Stream gekillt.
Okay. Ah, er geht wieder. Und ja, da ist der Stempel. Ah, du bist ja, stimmt ja, du bist ja vergiftet. Jetzt kommt ja die Ja. Stelle, wo man Rebecca spielt. Ich glaube, der Part kommt nicht, wenn man von der Schlange nicht getroffen wird. Und anscheinend wurdest du getroffen. Ich hab's ja Ja. nicht gesehen. Chris! Am I poisoned? Damn it, give me serum! I'm sure the serum Schnell, must tun wir be da noch there. mal nicht die I'll Farbe, be das right back. Synchronäre. Okay, wo war das Wo war das? Serum? Bist du noch da? Ja, aber ich will die Synchro hören. Ich habe einen riesen Delay übrigens seit neuestem. Jetzt hast du das mit Serum gesagt. Ja, das war unter der Treppe, wo du Rebecca. Okay. Das wird mir schon angezeigt. Hast du meine Nachricht gelöst? Warte mal, ich will mal küssen. Ja, ich habe da nur mal versucht, diese Nachricht für diesen Bot da zu löschen, aber es ging irgendwie nicht. Jetzt haltst du so in etwa. Das sehe ich gerade so simultan, dass du haltst. Der Stream. Das sieht halt schon krass an, Mixer. Wie machen die das? Gute Frage. Da müssen die Mega-Server drin hinter sitzen. Rebecca überhaupt irgendwelche Waffen? Ja, eine Pistole, aber nur mit 15 Schuss. Ich meine, wir haben eh hier. Wir haben ja wirklich, glaube ich, jeden Zombie erledigt. Und wir sind so in etwa da. Ach ja, ist Rebecca mit ihren, mit ihrem Stirnband. Sieht man ja im In-Game-Model nie, finde ich. Ihr erkennt da kein Stirnband. Oh, ich erkenne da schon ein Stirnband. Rebecca ist und bleibt der beste weibliche Hauptcharakter im Westen. Und ich kann sagen, Hauptcharakter wegen Westen, die wir sehen. Da
Dass man in Resident Evil Zero keine Itemboxen hat, hat irgendwie das ganze Spiel scheiße gemacht. Ja, aber theoretisch hast du 12 Inventarplätze. Und du kannst halt überall, du kannst Sachen ablegen. Also wenn du jetzt zum Beispiel was findest, was du halt brauchst oder so, kannst du einfach sagen, ja, dieses eine grüne Kraut, das brauche ich jetzt gerade nicht, also dich das mal ablegen. Das ist ja auch die Besonderheit, sonst könnte man ja das Spiel nehmen, erst zum Beispiel, ohne irgendeinen Ort, das abzulegen. So, jetzt schnell wieder Ton an für die gute Synchro. Wird Ali. You all right? Yeah. What happened? You were bitten by a poisonous snake. Are you okay? Ah, my head is killing me. I think you will be all right because I gave you a shot. But please, be careful! You saved my life. I owe you one. What? Die Untertitel haben gar nicht gepasst. I'm glad I could help. What? What? Mach mal. Sprich sie nochmal ein. I'm glad I could help. Du hast mein das Leben gerettet. I could help. Das meint das Leben. Ich schulde dir was. Wieso schuldet jetzt Rebecca uns was? Alter. Nicht nur die Synchro-Scheiße, die Dialoge sind scheiße. Die Übersetzung ist auch scheiße. Oh, Bescheid. Eva. Wie gut, dass wir noch zwei grüne Kräuter liegen. Jupp. Ich meine das nicht. Willst du es nicht einschmeißen? Also willst du... Ich habe da in der Truhe noch ein rotes Kraut. Also wenn du jetzt rausgehen kannst, müsstest du doch eigentlich um ein Drittel durch sein, oder? Ja, warte, hier kommt ja das Gewächshaus. Dann kommt Pflanze 42 und dann ist die Hälfte des Spiels rum. Also. Ja, so. Ich nicht eher so nach Gewächshaus und Pflanze 42 so zwei Drittel. Und dann macht man ins Haus zurück und das ganze Untergrundlabor ertönt das letzte Drittel. Das ist wirklich einfach so ein Gefühl damit natürlich. Aber das Gewächshaus ist ja in Resident Evil im Remake ja auch sehr viel länger, gell? Ja. Na gut, das Remake allgemein ist auch länger, weil es auch zusätzlich Räume hat es dies im Original nicht gehabt. Ja. Und diesen komischen Gegner, der mit diesen Handfesseln. Das ist ja ein ganz neuer Storyplot und taucht ja tausendmal auf während des Spiels. Hast du eigentlich jetzt bei dem Boss nur Pistole benutzt? Ja. Okay.
Ich finde es immer noch erstaunlich, dass einfach die Ladezeiten auf den Emulator länger sind als die auf dem Film, wenn man das auf einer Originalkonsole spielen. Ja, ich glaube, auf der Originalkonsole waren die auch so richtig lang, weil du musst bedenken, dass jetzt die PAL-Version, die ist halt langsamer und hat längere Ladezeiten. Hm. Das mit, ich finde es halt trotzdem. Es gibt ja durchaus Leute, die meinen, PAL-Version. 50 Hertz, langsamer, kann nicht spielen. Ich sehe da keinen Unterschied. Die Leute bewegen sich natürlich und alles, weißt du? Hm. Ich halt, sind halt die typischen FPS-Tiffys, oder? Die über jeden Scheißdreck rumjammern. Das Spiel läuft nicht mit 60 FPS, kann ich nicht spielen. Ja, ich habe ja 144 Hertz Monitor. Sich ja nicht hochskaliert, gell? Das läuft hier jetzt auf 480p. Na klar, dann ist nicht hochskaliert. Ich kann dann gleich ja nachher mal nach dem Stream meine Einstellungen nochmal genau schauen. Also der Stream selber läuft ja mit 480p, das kann ich ja hier kurz sehen. Quality gibt es ja auch nur auf 400. Müsste ja eigentlich auch so sein. Ich finde, das sieht halt, also natürlich ist es ziemlich pixelig und bibaho, aber es sieht halt nicht total scheiße aus eigentlich. Wenn wir bei Resident Evil 4 bei Ada angekommen sind, dann die Zwischensequenzen von Ada haben angeblich alle das PlayStation 2 Niveau noch. Und da wirst du mal sehen, das kann doch nicht sein, so sah das doch niemals auf der Gamecube und PlayStation 2 aus. Du wirst dich vielleicht auch fragen. Das ist halt echt, ach du Kacke. Also ich habe immer noch 61 Pistolenmunition und 77 Schrotflintenmunition. Ja, will ich vielleicht nicht zu viel Gewehrmunition. Ja. Jedenfalls nicht ein Scharfschützengewehr, das es in diesem Spiel nie gibt. Das geht ja auch gar nicht. So ein Spiel mit Tank-Controller und so einer Steuerung. Und dann Scharfschützengewehr. Ich glaube, in Code Veronica hat man, glaube ich, irgendwie ein Scharfschützengewehr. Wie bedient man das dann? Keine Ahnung. Aber es soll angeblich die Hölle sein. Oh. Nein. Okay, dann lassen wir mich das anders formulieren. Vorgerenderte Hintergründe und Scharfschützengewehr mit Zielfernrohr. Geht halt echt nicht. Du kannst nicht. Scharfschützengewehr ist ja an sich Ego-Perspektive. Ach ja, die Scheiße. Das Ding brauchst du auch 50.000 Mal. Es ist gut, dass ich das jetzt schon mal hab. Mhm. Tut eigentlich in der PlayStation 1 Version dir auch Barry Kram da lassen, wie Munition und so? Ich weiß nur, in einer Zwischensequenz gibt er einen Granatwerfer-Munition. Ja, im Remake weiß ich, dass bei Chris ist halt Wesker und bei Barry ist halt bei Chill ist halt Barry. Der lässt dann einen Brief damit, wo auch Munition und so kommt dabei liegt. Ja, Hunde sind. Am meisten sind es ziemlich viele Hunde. Alter, die. Oh, du hast endlich mal eingetroffen. Jetzt sterben, ne? Einfach gespeichert. Leben erstmal.
Achtung, ah. Das habe ich schon. Ne, kannst du das grüne Kraut sogar sofort benutzen eigentlich. Puh. Hier machen wir zwei kleine Kräuter. Ja, wird man Zeit, dass ich mal ein bisschen mal die Schrotflinte benutze. Ja. Ach ja. Diese Bäume. Die haben da auch STRG und V genutzt. Ja. Aber so richtig. Wo weißt du, die U1 hat jetzt noch ein Super-Schild. Da kommen ja, glaube ich, Schlangen, aber da einfach weiter rennen, so wie ich weiß. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der jemand die Schlangen abgekillt hat, weil es einfach nur nervig ist. So wie Raben vielleicht. Ja, das sind sie. Genau, gleiche Frequenz gestaltet, als wir das alles machen. Auf beide hin und gleichzeitig. Ich hab meinen Test von Iron Fury von GameStar gesehen und die haben sich so beschwert, ja, die Sprung finde ich zu stark in dem Spiel. Und dann hat jemand so in den Kommentaren geschrieben, dass er mich dann sagen kann, nee, die Sprung finde ich in dem Spiel nicht zu stark. In anderen Spielen ich die einfach zu schwach. Hier ist die Sprung finde ich nicht mehr realistisch. Okay. Wirklich, ich war halt beschäftigt mit Knochen. Die KI fand ich halt echt so, ja, ich werde getroffen, ich gehe auf wie Knochen erschaffen. Schon Zombie gehört? Na, wieso rüstest du auf einmal die Pistole wieder aus? Einfach um Schrotflintenmunition zu sparen. Ja. Ich suche jetzt einfach mal einen Speicherraum und dann mach ich mal Schluss für heute. Schon kurz vor Mitternacht. Okay.
Soll ich diesmal lesen? Oh. Ich dachte auch, das wäre in irgendwelchen Büchern steckt ja dann irgendwas drin, aber ich glaube, dass ich für so ein Rätsel, wo du dann irgendwelche Bücher in irgendeiner Reihenfolge oder so machen musst. Der Schrank sieht halt schon ein bisschen. Da liegt ein Schlüssel in der Schale, so nimmt er den nicht. Okay, ich hab voll diesen Retter. Ist das nicht die Karte? Sieht halt echt so aus. Ach, das, daran kann ich mich noch erinnern, dass der wichtig ist. Ja, dann. Braucht man irgendwie für irgendeine Tür oder so. Ja, also so. Ja, das haben sie Schlüssel an sich. Also auch gut. Ich, oh hey, wir haben hier einen Zombie-Ausbruch. Lass mal schnell alle Türen verschließen nochmal. Ah, wunderbar. Wunderbar. Und hier sogar Erste-Hilfe-Spray und Pistolenmunition. Die Pistolenmunition hätte ich nicht gesehen. Das Beste an YouTube-Stream ist eigentlich, dass man sofort zurückschmulen kann. Das Buch packe ich auch mal hier rein. Und dann speichere ich mal. Ja. Du hörst ja jetzt einfach direkt auf, gell? Ja. Dann schließe ich schon mal den Stream, denn ich muss ziemlich ausglowen. Dann würde ich jetzt schon sagen, gute Nacht und bis dann.